Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West und dem Beagle. Ich habe mich schon mal auf den Weg gemacht zu dem nächsten Lagerfeuer quasi. Einfach nur aus Reinklang raus. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Einfach nur hier raus. Es wird heute eine sehr reiselastige Folge. Es gibt viel Gebiet zu entdecken. Ein Lagerfeuer entdeckt, sehr gut. Dann kommt nämlich das hier. Man sieht es hier mit dem. Aua. Naja, egal. Ey, Leute, bitte nicht daran hängen bleiben. Danke. Was bist du denn? Ein Wildschwein. Das sieht sehr gechillt aus, das Wildschwein. Wenn es so Schild ist. Ha, möchte es gar nicht stören. Bin ja ein lieber Mensch. Hoppala, meistens. Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich Regeln. Oh no. Das muss das Altholz sein. Shale sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Der beste Ort, um nach den Samentaschen der Jäger zu suchen. Möchte ich aber gar nicht. Aloy. Was ist das hier überhaupt? Oder ist ein... Okay. Nee, nee, machen wir nicht. Hoppala. Ich glaube, das Wildschwein hatte Angst. Ein Eichhörnchen. Warum geht das nicht? Ach so. Ey, komm schon. Auf der Lichtung ist ein toter Otaru. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschine. Dieses Eichhörnchen hat jetzt so viel Glück, dass es überleben darf. Ich sollte meine Plasma-Munition sparen und was anderes benutzen. Hm. Wo bin ich jetzt über. Was macht das Wildschwein da? Schläfst du? Sorry, wenn du schläfst. Dieser Rotfuchs hatte jetzt nichts für mich dabei, was sinnvoll war. Ein Platz zum Ausruhen. Ah. Na dann. Kann ich hier irgendwas Schönes machen? Ela? Nee, hier fehlt mir einfach restlos alles immer noch. Wie, was? Ach so, Eichhörnchen. Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich auch nicht? Kann ich auch nicht. Traurig.
Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich so viel gehen muss. Jemand Ärger. Nicht umhängen lassen! Das sah ja wohl mal ziemlich cool aus. Kannst du nicht unser Zuhause schenken? Feind oder nicht? Oder? Wehrt euch! Lasst sie nicht durch! Nichts umzwingen lassen! Ja, aber wo denn noch? Nichts umzwingen lassen! Da hinten sind die Mies. Nicht umzingeln lassen! Auswerfen! Wehrt euch! Lasst sie nicht durch! Geschützt, Flusslied! Spart euch euer Lächeln für zu Hause. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Okay. Deine Krieger sind... Frisch wie der Frühling. Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen, dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Das stimmt. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Katscha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Wo gehen wir überhaupt hin, Dude? Ist ein bisschen eigenartig. Du führst die Frau mitten ins Nirgendwo quasi hin. Hier können wir frei reden. Können wir das? Dann machen wir das doch. Ups. Ah, jetzt habe ich gespeichert. Und? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Vos, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten sehen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Vos ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen... Kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Und man weiß von deiner Meinungsverschiedenheit mit dem Chor. Ich weiß, was dieser Ort deinem Volk bedeutet. Aber die sind mehr und besser bewaffnet. Ihr könntet gehen, dann werdet ihr sicher. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs.
Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Ui, das machen wir natürlich noch. Mein Beileid zu deiner Tochter. Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der von meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Otaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Na dann. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Was genau ist deine Aufgabe hier? Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Mhm. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. So ist das wohl. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. So. Verwirrungsspiegel hat den Timer falsch gestellt und die Folge bei 13 Minuten abmoderiert. Ich habe die Abmoderation jetzt einfach rausgeschnitten und mache jetzt noch 10 Minuten. Der Dude ist irgendwie schon vorgegangen, so ein bisschen. Wir folgen ihm jetzt einfach mal. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Ach Joel, hör doch auf. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Mhm. Sag, mein Mikro ist wieder nicht richtig. Unglücksspiegel. Ich weiß, die Quest kann ein bisschen was. Da oben finden wir, glaube ich, das erste Mal in dem Spiel Schnappmäuler. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Mhm. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Und jetzt? Hier ist es. Hast du vielleicht noch Fragen? Nein. Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Okay. Geh zur Spitze des Trommelwurz. Mach ich. Bim, 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 bim. Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Wir finden schon einen Weg nach oben, gute Frau. Wir sind ja sehr versiert im Klettern, also Aloy, mach dir da keine Gedanken. Eine Höhle. Wir finden einen Weg, Aloy.
Boah, da sind schicke Lichtlein und krass. Aber ich gehe jetzt erstmal hier kurz gucken. Ey, Leute. Danke. Na gut, dann versuche ich es halt dann. Ach, guck mal. Nee. Warte mal, geh hoch. Aloy? Und jetzt gehst du runter? Aloy, ein bisschen schneller schwimmen wäre schon fantastisch. Danke für den Hinweis mit dem wenig Sauerstoff. Oh, das wird so viel leichter. Diese Wunden stammen von Maschinen. Ich sollte die Samentasche zu Q bringen. Sie bedeutet den Otaro wohl viel. Hm. Hab ich die jetzt? Ich hab die Samen. Gräber. Die haben wohl auch Baum getötet. Sie wissen, dass ich hier bin. Ist nicht schlimm. Habe ich die eigentlich je gescannt? Warte mal, nee, das ist doof. Warum? Achso, nee, ich habe auch getroffen. Sollte reichen. Okay, nicht suchen. Wieso höre ich Aloy jetzt von rechts? Das nein. Ich will ihn hier. Nein, ich will ihn hier durchsuchen. Dankeschön. Ja, die habe ich nie benutzt. Ich bin da nicht so versiert drin, die zu benutzen. Ach cool, ich habe den sogar was abgezwirbelt. Kann direkt weiter hier hoch. Aloy. Erreicht. Und mal schnell noch heilen. Oh, okay. Ach, da unten ist aber auch eine Vorratskiste. Sehr gut. Oh. Keine Ahnung, warum mein Hals gerade so juckt. Grün Glanz! Wir können später ganze Grünglanzhüllen auseinandernehmen, aber noch nicht jetzt. Wir brauchen dafür etwas Bestimmtes, das wir einfach noch nicht haben. Das ist eine Kiste. Ich muss hier ran. Okay. Hier lang oder wo? Hey Leute, wo lang? Achso, nee, hier genau hier rüber. Oh, okay. Wie komme ich denn jetzt an die andere Truhe da dran? Aber das war die doch nicht, oder? Keine Ahnung, ob es die war. Da, du bist eine kleine Scheißkuh. Entschuldigt, Leute, aber ist sie? Wie kommt sie auf die Idee? Ach so, die Kiste ist übrigens... Toll, ich hoffe, ich finde die Leiter. Ah.
Hat sich gelohnt. Ah, da ist die Leiter. Ich weiß nicht, warum sie den Gleiter nicht angemacht hat. Weil ich auf Nummer sicher gehen wollte. So viel dazu. So viel zum Thema auf Nummer sicher gehen. Och, Aloy, ist das jetzt dein Ernst? Ich dachte, jetzt schafft sie es schon wieder nicht. Das wäre irgendwie so... Nein! Nein! Oh, Aloy! Das hat die im ersten Teil nie gemacht. Nie. Ich werde das unterwegs abkuppeln. Ach, halt die Klappe, Aloy. Ich wollte da gar nicht drin landen, danke. Mal. Oh Gott, nicht zu viel. Okay. Da muss ich nicht mal weiter lang. Gibt es hier noch irgendwas für mich? Nein. Gehen wir doch auch genau dahin. Na, komm, Aloy, Aloy, kletter, 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 kletter. Ja. Weiter höher geht nicht. Oh, offensichtlich schon. Oh Gott, ich dachte, sie schafft es schon wieder nicht. Oh Gott, danke, 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 Aloy, danke. Die macht mir immer so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Immer so ein bisschen, nur ganz klein bisschen. Aber wir haben es, glaube ich. Aloy? Okay. Geschafft. Wo sind jetzt diese Breitschlunde? Breitschlunde, wie? Das wird eine kleine blöde Aufgabe. Die lösen sich relativ zügig aus. Wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Mit Säure wird das hier ewig dauern. Wow. Nein, sag mal! Nein, warum hast du keinen stillen Schlag gemacht? Ich weiß es einfach. Ey, Leute, trink doch. Das hat jetzt alles nur nicht funktioniert. Okay, wir müssen ja hier eh abwarten. Also sage ich, machen wir nächste Folge weiter. Scannt ihr ruhig. Hat er mich jetzt entdeckt? Ja. Du bist ein kleiner Scheißer. Sind das die Dinger, die ich brauche? Ja, das sind die Dinger, die ich brauche. Wie cool. Wenn ich das schaffe, das wäre geil. 4
4 von Schutten. 5 von Schutten. Cool, aua. Ich bin gleich tot. Weg, ich muss hier weg. Ich will das in jedem Fall schaffen, weil guck mal, Leute, ich hab echt viel. Nein, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Einfach weg. Die kleinen Pissertiere, ey. Da ist er schon wieder. Nein, alles gut. Alles gut. Nein. Was ist denn seine Schwäche? Ach, der ist gegen gar nichts schwach. Oh, noch mehr. Jetzt hast du nicht echt das Holz genommen, oder? Du hast nicht das Holz genommen. Du hast das Holz genommen. Das wären alle Schoten. Dann verschwinde ich mal. Nein. Übrigens nicht geplant von mir. Nichts hiervon. Wie immer eigentlich. Oh nein. Wie viel hat der aber gar nicht mehr? Gott sei Dank. Okay, ich wollte eigentlich sagen, das nächste Mal wird ein bisschen anspruchsvoll, weil die Dinger lösen sich auf. Hab da ja zwischendurch gesehen, aber jetzt habe ich alle. Ja gut. Hinterlasst mir gern Kommi. Für solche unerwarteten Sachen machen wir es ja auch irgendwo. Nächstes Mal geht's dann weiter mit Horizon Forbidden West. Schaltet gerne mit ein, wenn wir versuchen, dieses kleine Dörfchen namens... Wie heißt es denn? Nee. Da, Flusslied zu retten. Machen wir. Okay, also, haut rein!